Also ich persönlich und ich glaube, ich spreche da auch für meine Kollegen, wir können uns eigentlich den Arbeitsalltag ohne die N-Mobile-Lösung nicht mehr vorstellen. Die Firma Röchling ist sehr, sehr divers aufgestellt. Wir sind, glaube ich, der einzige Hersteller auf der Welt, der die gesamte Pyramide der Thermoplaste abdecken kann. Das beginnt bei den Hochleistungskunststoffen und hört irgendwo bei den Standardkunststoffen wie Polyethylen oder PVC auf. Wir haben tatsächlich eine sehr umfangreiche Produktion hier am Standort in Haaren. Wir haben über 10 verschiedene Produktionsbereiche. Da geht es über Halbzeugfertigung, dann haben wir zerspannende Bereiche. Großer Beweggrund, die Digitalisierung mit der M-Mobile anzugehen, war für uns tatsächlich auch die Schnittstelle zum vorhandenen ERP-System. Als ERP-Lösung haben wir hier am Standort eine Microsoft-Lösung. Dadurch, dass wir 43 Standorte haben und diese nicht auf der grünen Wiese gewachsen sind, sondern die eine oder andere Unternehmung bereits dadurch auch schon ein funktionierendes oder eben insgesamt ein ERP hatte, sind wir hier sehr divers aufgestellt, sind in einem Prozess, das zu vereinheitlichen. Und da spielt L-Mobile eben als Lösung neben der ERP zukünftig eine Rolle. Tatsächlich gab es wirklich konkrete Probleme, die wir auch angehen wollten. Mit der Lösung, die wir vorher hatten, waren wir nicht ganz zufrieden. Und der größte Kritikpunkt, den wir hatten, war die Performance. Da konnte uns die M-Mobile wirklich eine Lösung liefern, die nahezu live die Daten wirklich direkt aus der Planung bzw. aus dem ERP auch wirklich in die Produktion befördern kann. Und umgekehrt natürlich genauso. Das heißt, dass wir auch entsprechend sehr schnell das Feedback aus der Produktion erhalten und direkt wissen, wo ist mein Auftrag, wie weit ist der Auftrag bereits vorangeschritten. Und das war mit der bisherigen Lösung in der Performance einfach nicht möglich. Die digitale Lösung, die L-Mobile uns hier zur Verfügung gestellt hat, umfasst die Planung der Aufträge, die Visualisierung an den Maschinen, an den einzelnen Terminals, die Bereitstellung der Dokumente auf unseren Terminals in jeglicher Form, ob Zeichnungen, ob PDF-Dateien oder eben auch Prüfanweisungen, die der Mitarbeiter direkt und unkompliziert sich aufrufen kann. Gleichzeitig ist das Buchen durch L-Mobile deutlich einfacher geworden, wie Start, Ende, Unterbrechung oder eben auch Stückzahlen werden jetzt schnell und unkompliziert gebucht und sichtbar gemacht bei uns in der Produktionsleitung. Im alten System stellte sich quasi die Handhabe oder die Bedienung relativ kompliziert und oberflächlich dar und wurde nicht auf die einzelnen Fertigungsprozesse zugeschnitten. Das neue L-Mobile-System gab uns Mitarbeitern die Möglichkeit, selber am System, an der Benutzeroberfläche mitzuwirken und quasi das Wesentliche vom Unwesentlichen letzten Endes zu trennen, um auch eine Einarbeitung neuer Mitarbeiter schnell und zügig zu gewährleisten. Ja, die L-Mobile-Lösung ist sehr einfach strukturiert. Die L-Mobile ist sehr gut visualisiert, also man sieht quasi auf den ersten Blick, in was für einem Zustand sich die Anlage aktuell befindet, wo sich der aktuelle Prozess befindet. Wir haben auch betriebliche Kennzahlen aufgeführt, so sehe ich als Maschinen- und Anlagenführer den aktuellen Status. Wie viele Produkte sind schon gefertigt, was muss noch gefertigt werden, was mir auch im Arbeitsalltag sehr dazu verhilft, meine Arbeitsprozesse besser und strukturierter zu planen. Also für uns hat in jedem Fall einen besonderen Nutzen, dass wir an den Terminals durch L-Mobile eine Reihenfolgeplanung sauber darstellen können, dass wir eben die Dokumente, die zu dem jeweiligen Auftrag gehören, die der Mitarbeiter zu der Produktion benutzen kann, digital eben an den Terminals jetzt aufrufen können und darstellen können. Dadurch, dass wir über 10 verschiedene Produktionsbereiche haben, brauchten wir auch individuelle Lösungen. Und das ist genau das, was die M-Mobile uns auch entsprechend liefern konnte. Das heißt, wir haben für unsere verschiedenen Produktionsbereiche auch die Lösung angepasst, haben das Ganze auch zusammen mit der M-Mobile auf eine webbasierende Lösung gebracht. Das heißt, wir sind da auch endgeräteunabhängig und können auch mobil mit der Lösung arbeiten. Und auch zum Beispiel, was das Thema Retrofitting von alten Anlagen angeht, auch dort konnte uns L-Mobile da sehr gut an die Hand nehmen, wie entsprechend die Maschinen umgerüstet werden müssen, damit wir auch entsprechend das Feedback von der Maschine direkt auch in die BDE bekommen. Meine Top 3 bei der Umsetzung mit der M-Mobile: Punkt 1 ganz klar die Performance. Das heißt, wir haben eine ausgezeichnete Geschwindigkeit an den Endgeräten und wir haben eine hervorragende Performance in Zusammenarbeit mit der Schnittstelle mit dem vorhandenen ERP-System. Punkt 2 die Funktionalität. Das heißt, wir haben sehr viele Funktionen dort drin, die wir in der vorherigen Lösung noch nicht hatten. Der Punkt
3 ist natürlich auch dann der Punkt M.de. Das heißt, dass wir auch dort die Möglichkeit haben, dass die Maschine auch wirklich direkt mit der BDE zusammenarbeitet und entsprechendes Feedback dann geben kann und auch die Buchung dort automatisieren kann. Also das Wesentliche ist einfach die Bedienbarkeit, der Zeitansatz, den ich benötige, um zu bedienen, und drittens einfach die Systemstabilität. Also ohne eine Digitalisierung oder eine Betriebsdatenerfassung hat man einfach keine Übersicht über die laufenden Aufträge. Ich glaube, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Für mich ist die größte Wichtigkeit, dass es eine gute, eine sehr gut performende Kommunikation zwischen dem BDE und dem ERP gibt. Und das, kann ich sagen, haben wir mit der Einführung und dem Go-Live des BDEs von der L-Mobile durchaus geschaffen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du möchtest L-Mobile gerne live erleben? Dann melde dich unter lmobile.com/Veranstaltungen zu einem unserer zahlreichen Online-Events an. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann bleibst du immer auf dem Laufenden rund um Digitalisierung und Industrie 4.0.